jetzt nochmal. So, hallo, ich bin der Manuel Schad von SW Sports. Heute fahren wir zwei nach Ortruf zum Classic Enduro. Da ist der MEVA Hauptsponsor, auch nächster vor Ort. Ja, das ist ganz in der Nähe. Laut Navi 1,5 Stunden Fahrzeit ungefähr. Ich freue mich drauf. Elmar, wo ist das nochmal? Und dann? Okay, also ihr wisst, er weiß Bescheid. Schauen wir mal, wie es wird. Die erste Hürde ist schon beim Namen. Alles gut. Alles gut, also glaubt also das? Bis jetzt ist alles hier gut gegangen. Gucken wir mal, ob ich da überhaupt drin stehe. Elmar hat schon wieder falsch irgendwo hingepackt. Wir sind mitten im Zelt. Das war auch nicht gedacht, aber der Joachim wollte, dass wir da reinfahren. Der geht noch. Ja, 2 Tage geht noch, du bist da drüber. Ja, das, man muss es ausnutzen, oder? Die letzten Ressourcen. Jetzt sind wir beim Joachim auf dem Stand. Gib mir mal einen Zehner. Mach ich schon, kriegst du sofort. Und wir folgen mal und machen mal schnell noch ein neues Moos rein. Ah, Gott im Himmel! Letzte Minute, was ist das? Ja, noch mal 9 Reifen? Nee, neues Moos, hat umgejammert. Ist er zu weich? Ja. Da im Hause MEVA. Früher haben wir die mit den Händen rausgemacht. Das schicke ich seiner Frau. Der kann sich auch anstrengen. Joachim, wer hat die Kinder gemacht? Ja. Der Nikolaus. Der steht doch da. So, jetzt sind wir bei der technischen Abnahme. Die Jungs prüfen jetzt, ob das Motorrad den Verpflichtungen entspricht. Ein sehr schönes Motorrad. Dankeschön, Dankeschön. Okay, sind wir schon durch? Gibt's was zu bemängeln? Könnt ihr die Hauptuntersuchung gleich mitmachen? Das ist reinstes Kulturgut da. 146. Schau, das ist aber echt der einzige Platz, der noch frei ist da hinten. Rübe oder Nübe? Gang nach hier drüben. So, Zündung ist aus. So, wir sind jetzt da, wo wir hin wollten. Das war heute ein bisschen stressig, oder? Ja. Hast du jetzt so nicht gedacht, ne? Nein. Wir haben gedacht, wir sind in ein paar Minuten daher gefahren, ne? Da ist die Mutter drin, oder? Ja. Wir haben gedacht, wir sind in ein paar Minuten daher gefahren. Aber für 70 Kilometer haben wir echt lang gebraucht. Schau mal, wie schön die Kulisse da ist. Da hinten ist das Tor. Schau mal, wie hell ist da drin. Da fährst du mal hin drüber. In der Kamera, ne? Guck mal. Ja. Die kann schon richtig was, ne? Sieht viel besser aus, als es ein echtes. Moin, fährst du durch ein Tor. Ja. Jetzt gucken wir uns noch mal ein paar Mopeds schnell an. Der hat gesagt, wir dürfen noch ein paar Minuten hinbleiben. Morgen. Morgen sehen die alle nichts mehr so gut aus. Das ist echt geil, ne? Emmy, ich stelle mich mal kurz vor die Lampe, dann machst du mal schön ein Handybild noch. So, hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute sind wir auf dem Classic Enduro in Ortruf. Ich berichte live aus unserem Anhänger. Ich berichte aus unserem Anhänger, weil da draußen das Wetter nicht so prickelnd ist. Ja, wir haben die ganze Nacht eigentlich super Wetter gehabt und jetzt fängt es an mit dem Regen und Scheiß. Gucken wir mal, wie das heute wird. Also heute mal mit Jacke. Unüblich. Ich bin beim MEVA im Stand. Warum? Weil da das Wasser runterläuft. Ich schau mal, was das heute wird. Das sieht so nach Truppenübungsplatz, Brennhoffahren aus. Oder? Was meint ihr? Schön da draußen, ne? Es läuft so. Das ist der Joachim Liebel, das ist der Hauptsponsor, habe ich gehört. Ja, ist das Rennen da? Dritte internationale MEVA Geländefahrt. Warum dritte?
Ja, weil schon die dritte Veranstaltung ist. Aha, mit dir? Oder die dritte allgemein? Die zweite schon mit mir. Und wie gesagt, international aus 5 verschiedenen Ländern. Von Schweden bis Australien, England, Schweiz, Holland. Also es ist richtig was los. Und die Veranstaltung wird von Jahr zu Jahr besser. Wie viel Starter? 220, glaube ich. Üben wir beim nächsten Mal. Genügend, genügend. Ja? Wunderbar, ich danke dir. Das sind richtige schnelle Fahrer, die es lieben lassen mit immer. Servus. Servus. Und wie gefällt's dir? Sehr schön, einmal frei, das Wetter passt. Wie mal zum Fahren, oder? Es staubt nicht. Enduro-Wetter, jawohl. Was bist du heute da? Mit Boxer Power. Mit Boxer Power, einer schönen HPN, ne? Genau. Und? Was erhoffst du dir? Ja, dass ich erst einmal schön durchfahren kann. Viel Schlammschlag. Also ganz nebenbei, ich hasse es im Regen zu fahren. Habe ich das schon erwähnt? Nee. Aber jetzt haben wir es realisiert. Ich wünsche dir viel Glück heute. Danke, dir auch. Kannst du dir mal vorstellen? Eisele Florian aus dem Allgäu. Ja, fahre heute zum ersten Mal hier. Schauen wir mal, wie es wird. Mit was fährst du? BMW. Das ist schön. Da werden wir uns mal sehen. Ja, genau. Durch. Ja, und ihr Mädels? Freut ihr euch auf eine Dusche? Naja, wir hätten uns Sonnenschein gewünscht, aber... Nicht gut genug gedrückt, ne? Nein. Aber es wird, wir bleiben bestimmt jetzt sauber, ne? Ja. So, da vorne ist der erste Beschleunigungstest, deswegen lassen die alle die Motoren langlaufen. Das heißt, wir müssen da so schnell wie möglich losfahren. Da ist eine Schleife drin. Die haben wir unter den Helm kleben und am Moped. Und die misst dann die Abfahrtszeit und die Ankunftszeit. Rundherum ultra anstrengend. Brutal harte Auf- und Abfahrten. Ist brutal. Es ist echt brutal. Geil, aber das Wetter zeugt am Tribut. Das Moped sieht aus wie die Sau. Ne? Jetzt muss ich mal schauen. Zweite und dritte Runde. Ein Drittel ist geschafft. Und ich muss ganz schön am Ball bleiben. Ne? Ich habe so 12 Minuten jetzt noch gehabt zu tanken, schnell was zu essen und was zu saufen. Gibst du die ganze Zeit? Ja. Der Elmer ist mir auch im Wald entgegengekommen, aber wie es halt immer ist, ne? So kennt man ihn. Genau. So, jetzt stell dich noch mal kurz vor. Manfred Liese, grüß dich. War jetzt Zufall, dass wir uns getroffen haben. Ich hatte dir einen schönen Gruß bestellt von Christoph Schade und er wird sich freuen, dass wir uns getroffen haben. Ich werde mal ein Bild einblenden von Sonnefeld, habe ich ein Bild auf seiner BMW. Ja, ja. Dankeschön, dass du da bist, Mensch. Prima. Ich wünsche dir alles Gute. Halt durch, danke. Bleib gesund. Ja.
So, wir haben jetzt einen Reifencheck beim Joachim gemacht. Jawohl. Der Joachim sagt, damit fahren die Götter also schnell. So ist es. Aber hallo, morgen staubt. Gucken wir mal. Morgen staubt und der Bus arbeitet. Ja, wie viel Bier hast du heute schon getrunken? 12. Okay, dann fahr ich jetzt mal ins Ziel, ne? Ja, genau, mach das mal so. Nur Träger der Mopeds. Ne? Ja, geil. Gestern war das so richtig cool, wie das so voll war. Ne? So, kleiner Zwischenstand. Es ist jetzt Samstag. Ich schätze mal 16.30 Uhr. Der Elmar hat schön geschlafen. Ich habe euch schon ein Video gebastelt. Die Klamotten, die wären echt trocken nach Hause. Ne? Mein, sauber wird es morgen, wird es nicht von allein. Aber trocken und man könnte es morgen. Oh, ist das eklig. Wir können es morgen wieder fahren. Die Brille. Die wollte eine in der Butz. Das haben wir schon wieder vergessen. Jetzt gehe ich noch mal vor, bevor das Wetter da ist. Möchte ich euch ganz schnell noch mal vom Parc Fermé. Vom Parc Fermé. Beim Motorräder. Im Licht zeigen. Bis gleich. In dem Video passt auch ein bisschen Kultur rein. Ich schätze mal, Schlossgarten, würde ich sagen. Auch ein wenig Spielfläche. Elmar, warst du da vorhin? Ja. Hast du die Rutsche probiert? Nee, die Schaukel. Also jetzt gehe ich mal da gucken. Dann zeige ich euch die Motorräder noch mal im Hellen. Das war gestern wieder mit unserem Zeitmanagement. Es tut mir echt leid, dass ich so komisch rieche. Der Kartoffelsalat war super, aber da war unheimlich viel Lauch und viel Zwiebel drin. Ne? Geht es dir auch so? Der stößt schon die ganze Zeit auf. Kultur. Alter, es sind echt wenig. Schau mal, wie ausgedünnt das ist. So. Also, wir gehen jetzt mal da durch und dann schauen wir uns das alte Tor nochmal an. Bitte nicht gegen den Zaun schießen. Ja, das kann passieren, ne? Ich war nur vor. Ich weiß nicht, ich mache noch mal kurz ein Intro. Ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute auf der MEFO Gedächtnisfahrt, ne? Zuverlässigkeitsfahrt. Zuverlässigkeit internationale. Internationale MEFO Zuverlässigkeitsfahrt in Ortruf. Ortruf. Was bist du da? Ich bin der Fahrtleiter. Der Fahrtleiter. Ich bin der René, genau. Kümmere Servus. Mich. Ich bin der Manuel. Servus. Und kümmere mich um den ganzen wilden Haufen hier. Ja, leider Gottes, das Wetter hat uns dieses Jahr nicht in die Karten gespielt. Das ist unsere dritte Veranstaltung, 2 Jahre im herrlichsten Sonnenschein. Da sind wir um diese Jahreszeit kurzärmlich in Shorts rumgehüpft. Dieses Jahr ist es halt extrem Scheißwetter gewesen, es war Regen. Aber ich denke mal, die Fahrer haben ihr Bestes gegeben und es war weitestgehend eine gut gelungene Veranstaltung. Du bist ja selber mitgefahren, ich weiß ja nicht, wie deine Eindrücke sind. Also ich würde sagen, ich habe ein fettes Grinsen in der Fresse gehabt, wie ich rausgekommen bin. Mir hat es schon gefallen, wie mich da vorne empfangen hast. Genau. Und so als Fahrer, die 50%, die da geblieben sind, die haben Spaß gehabt. Die haben Spaß gehabt, ja, muss ich dir recht geben. Also es ist einfach so, ja, schade drum. Ich bin ja selber schon über 10 Jahre Klassikfahrer, also ich hätte mir das mit Sicherheit heute auch angetan. Ich hätte auch gesagt, ich fahre auch 2 Runden. Ich bin ein Kampfschwein, ich bin eine Frontsau. Ohne den wäre diese ganze Geschichte nicht entstanden. So bin ich halt, wie ich bin. Manche sagen, da ist zu abgedreht für mich. Und andere sagen, ja, wenn wir ihn nicht hätten, dann wäre das alles nicht passiert oder entstanden. Also ich sehe es positiv, ihr habt nichts abgesagt, das Rennen hat stattgefunden. Was hast du? Das Rennen hat stattgefunden, du kannst mal aus einer anderen Perspektive rüber. Da kann man einen schönen Schnitt machen. Du musst nur hinten drauf lang kurz, dann bleibt es an.
Wie lange hat er schon die Kamera in der Hand? Ich weiß nicht. Ich danke dir, dass ich da sein durfte, dass ich damit teilnehmen durfte. Ich würde nächstes Jahr auch wieder kommen, also du musst wieder was machen. Gerne, okay. gerne. Wir können ja noch mal über den Gedanken mit dem ADAC sprechen. Ne? Ja, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, jo. So, Fazit, wir hatten einen schönen Tag, hat Spaß gemacht heute. Das Moped hat auch gut durchgehalten, auch wenn sie mal die Leitplanken gesehen hat kurz. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht die Glocke an. Geht da oben auf dem Link, da kommt er zum Mefo-Shop. Da irgendwo oben. Das muss der Johannes jetzt schneiden. Ne? Liked uns in Instagram, TikTok, Facebook und wo auch sonst. Bis bald, euer Manuel Schaden.